hat mich gefragt, wo sehen Sie denn Möglichkeiten der Schaffung von Arbeit? Da habe ich gesagt, ja, zum Beispiel bei personenbezogenen Dienstleistungen, das ist jetzt 12 Jahre her. Und dann hat die Kollegin, die mich da fragte, gesagt, ach ja, Sie meinen einfache Arbeit. Da habe ich zu der gesagt, nein, ich meine keine einfache Arbeit, keine personenbezogene Dienstleistung. Aber das hat was damit zu tun, wie Arbeit angesehen wird und dass man jetzt von Arbeit nicht, weil man ihnen einfach sagt, ja, ja. Weniger wert. Und wenn man sagt, diese Arbeit ist weniger wert und dann sagt man gleichzeitig ist eine Arbeit von Frauen, dann muss man sagen, da gehört das geändert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alle, die das gesagt haben, ich habe meine Tochter auch gewindelt, aber nicht als Beruf. So, und ich glaube auch, Gregor Gysi hat recht, wenn man von vornherein gesagt hätte, das ist nicht nur ein Beruf, der sozusagen für Frauen reserviert wird, dann hätte es auch mehr Kindergärtner gegeben als Kindergärtnerin. Es hat was damit zu tun, dass wir die gesellschaftliche Aufwertung jeder Arbeit brauchen. Ich will ausdrücklich sagen, jede Arbeit, wirklich jede Arbeit hat Würde, schafft Würde, ist ein Teil der Würde des Menschen. Und dann geht es nicht an, dass ein großer Teil zum Beispiel von Dienstleistungsarbeit sozusagen auch über die Bezahlung entwürdigt wird. Und deswegen wollen wir beides. Wir wollen Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen als Ingenieurin, als Meisterin, als Vorstandsvorsitzende, als was auch immer. Müssen Sie wahnsinnige Klagewege eingehen, teilweise bis zu 5 Jahren. Also wir müssen gesetzlich ran, wir müssen alles dafür tun, dass Unternehmen und alle Tarifpartner einsehen, dass es diese Ungerechtigkeit nicht weitergeben darf. Also sag mal, eine wirklich prekäre Form der Zeitzeit, das sind die Minijobs. Was muss denn aus Sicht der Gewerkschaften hier am dringlichsten getan werden? Das kann man in einem Satz zusammenfassen, die müssen weg. Die müssen schlicht und ergreifend weg. Da kann man auch nicht mal hier ein bisschen umdoktern, da ein bisschen umdoktern. Ich glaube, wenn wir die Sozialversicherungspflicht von dem ersten Euro an der Vertiefung einführen, ist alles weg. Wir müssen schlicht und ergreifend. Es gibt ja diese Verdrängungsketten. Frauen in Teilzeit, Frauen in Minijobs, Frauen in schlicht und ergreifend dafür sorgt, dass der Mindestlohn für alle gilt, übrigens auch für Minijobberinnen, ja, dass man sagt, 8,50 wird bezahlt und keinen Cent runter, dann macht man dem Übel auch ein Ende. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch bei dieser Frage des Mindestlohns keine Ausnahmen haben. Weder für junge Frauen, noch für Frauen, die in Minijobs arbeiten oder sonst irgendwas. 8,50 für jeden, das ist das Unterste. Das ist übrigens nicht viel. Das ist noch nicht mal das Existenzminimum, sondern das ist der Einstieg in die Würde von arbeitenden Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Frau Lieders, Ihre Meinung auch? Also da kann ich mich nur anschließen und kann sagen, unabhängig von all dem, was hier gesagt wurde. Ich kann nur sagen, Frauen, beschwert euch, wenn ihr keinen gleichen Lohn kriegt. Gleichen Lohn und gleiche Lohnverhältnisse. Das sind gute Erfahrungen, die wir da machen, wenn Unternehmen einfach sagen, hier, wir legen die Karten offen, so wird bei uns bezahlt. Da misst man mit einem Instrument, ob hier gerecht, ob Mitarbeiterinnen gerecht behandelt werden. Und wir haben einige Unternehmen, die das schon bereits freiwillig gemacht haben. Wir werden versuchen, noch mehr zu tun, noch mehr Unternehmen gewinnen. Und natürlich wird das Gesetz auch das Seine dazu beitragen, Unternehmen dazu zu verpflichten, zumindest Auskunft zu erteilen, ob sie ihre Mitarbeiterinnen gerecht behandeln. Vielen Dank, Frau Lüders. Stichwort Gesetz für Entgeltgleichheit. Wird auch eigentlich heute Ich sage, dass ich beim Dienst, wenn ich nicht reingeschafft habe,